Phantom von Guinell. Well, this is gross. But following the logic of this world so far, if you can figure out what's poisoning this tree and stop it, you might get a prize. Ob das so allzu mega gesund ist, wenn ich hier... So, jetzt sprüht der hier hoch. Okay. Der sprüht da hoch. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was passiert jetzt von oben? Ach so. Das ist jetzt ein Rätsel, oder was? Aha, okay. Du schreibst zu schnell. Du schreibst immer zu schnell, Svoti. Ich bin immer so gewesen, Amlo. Immer so gewesen. Ich hab das mit dem Surprise überlesen. Nicht mitbekommen. Könnt ihr mir da nochmal... Was hat er denn jetzt gesagt, was ich hier machen muss in dem Teil? Ihr seid so richtig mitbekommen? Wo hatten das jetzt diese Typen jetzt gerade wieder mit dem Versteck? Hab da auch nicht mehr mitgekriegt, war. Aha. Geradeaus und so. Aha. Also um das jetzt mal von oben zu beäugen, ist ein riesengroßer Stinkebild. Jetzt zeigt, warum zeigt der Rot an da jetzt? Oh, guck mal, da oben ist noch eine Höhle. Seht ihr die da? Deswegen müssen wir dort vertikal nach oben. Und da drüben ist auch eine Höhle. Da war ich auch noch nie drin. Lull. Ja, sing, sing, sing. So, kriegen wir die Mumpel bis da drüben hingeflattert? Scheint nicht. Warum ist der rot? Also warum ist der Portalstein rot? Ist die Frage, ob das Brett offen ist oder nicht. Echt, Micha. Den wollte ich haben. Hier soll jetzt dieser vertikale Sprung entstehen. Wird der noch mehr, der Sprung? Also wie? Gucken wir mal, wa? Ah, aha. Deutsch. Aha, okay. Also, gerade Sache so. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so jetzt extrem wird. Irgendwann muss er am Ende sein, oder? Aha. So, jetzt tun wir uns lieber eher weh, dass wir bis da hochkommen. Na, jetzt stell die mal nicht so an, Loser, hier. Hast du eben auch auf der Kante standen. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir jetzt hier an der Ecke dort vielleicht landen können. Aha. Glubschi-Auge blind zu machen. Der lila Hundehaufen, genau, um Glubschi-Auge blind zu machen, mit dem lila Hundehaufen kannst du Sachen verkleben, damit du Zeit gewinnst, dich dem Gegner zu nähern, zum Beispiel. Und wir haben es vorhin, so wie Namenloser schreibt, wir haben es vorhin bei Glubschi-Auge getestet, oder mussten wir testen, weil wir ja keine andere Wahl hatten. Dann haben wir den immer eingeklebt und dann konnten wir uns dem nähern und dann genau neben ihm den Igu. Hm? So. Jetzt geht's hier irgendwo hoch. Da geht's hoch. Schauen wir mal, was jetzt für ein Sprung kommt. So, jetzt haben wir hier wieder so ein Geheimnis. Und... Aha. Haben wir sowas schon mal gehabt? Also jetzt mal ganz ehrlich gefragt, haben wir so eine Aktion schon mal gehabt? Kann mich jetzt nicht dran erinnern. 800 Gramm Lasagne hast du jetzt vertilgt. Das ist krass. Oh ne, wir wollten ja nicht runterspringen, sondern das haben wir gemacht gehabt. Wir wollten jetzt hier drüben auf die Insel, wa? Gleich. Seid ihr fit? Wollen wir weitermachen? Ja, wa? Und ja, ich hatte... Ach, hast du auch ein Stück Lasagne abgekriegt? Davon namenlos. Ich bin ein braver Junge, hab sogar den Teller sauber gelegt. Das ist sehr schön. Da hast du deiner Frau so ja wieder noch Arbeit gespart, weil jetzt brauchst du nie abwaschen. Kannst du leider den ganzen Spaß wieder in den Schrank stellen. Also ich glaube, die größte Portion, die ich je hatte, war 2019 bei der Gamescom. Vor der Gamescom waren wir noch in Köln in der Stadt unterwegs. Da gab es 1,2 Kilo Haxe mit Pommes. Mir war so schlecht. Ja, mir war so schlecht. Tiefkühllasagne. Wow, der war zu weit. Ah, verdammt, jetzt zeigt Link wieder. Jetzt zeigt ihn wieder. Du komm schon, du noch. Schön mit Pferdefleisch. Ach Quatsch, Pferdefleisch. Ist ja nun schon uralt, die Geschichte. Oder? Da glaubt doch heute kein Mensch mehr dran, oder? Das, also schon irgendwie, ja, man glaubt noch dran, aber null. Mal da oben haben wir eine schöne gelbe Dingens. Lasagne war bei mir auch Max und bei normaler Hühnersuppe waren es jetzt 13 Teller Hühnersuppe. Da hätte ich aber schon gebrochen, weil der Geschmack, das hätte mir ja schon nicht mehr geschmeckt. Wäre denn schon so gewesen. Ist das hier die Höhle, die war... Ach, Tatsache. Ach, jetzt kommst du von hier hoch in die Höhle rein, okay. Ach, guck mal, was da unten noch ist. Das ist natürlich schlecht, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch, oder? Doch, hier. Ja, aber überleg mal, 13 Teller. Ein Teller hat wie viel Liter? Was sind denn das? 300? Mit 300 Milliliter so ein Teller Suppe? Mit 400? Das ist schon ein bisschen dicke Bläschen, würde ich sagen. Gelle? Gemacht habe ich nach 2 Bissen weggeworfen und danach nie wieder fertig Lasagne. Also ich bin ja... Ich glaube, Lasagne haben wir schon ewig nicht mehr gegessen. Also wenn meine Frau und ich Lasagne essen, dann ist das meistens Spinatlasagne. Also normale Lasagne haben wir schon ewig nicht mehr gegessen. Jetzt sind wir ja wieder hier. Was ist denn da oben los? Okay. Auch ewig keine Lasagne gegessen, aber die muss dann auch selbst gemacht sein. Ja. Na, die Spinatlasagne ist ja auch immer selber gemacht. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, ja. Das ist unten Tomaten drin gepackt und dann Spinat und tralala halt im Wechsel. Okay. Der hat's nie auf mich abgesehen. Aha. Leute, was steht da hier rum? Mucke immer, wenn du so einen Boss in der Luft jagst. Also so ein Bosshuhn hier, so ein... Aha. Mag kein Spinat. Doch. Die gab's doch nur... Oh, Namens, du brauchst ja jetzt nicht... Ach, uff. Musste ich jetzt nicht rechtfertigen. Entschuldigt, warum Lasagne ja. Hey, hier ist es schon wieder so ein Rätsel. Aha. Okay. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt ein Rätsel, aber null. Ich hab Hunger. Spinat auf Pizza und Creme Fresh. Hammermäßig, Ela, das war... Das ist, da habe ich früher immer eine Pizza beim Italiener geholt. Das war ebenfalls Spinatpizza. Und ich war der Einzige, ich weiß nicht warum und wo ich das jemals her hatte. Spinatpizza und nicht Creme Fraiche drauf. Aber Spiegel, ey. Ja, ich dachte auch so, was ist denn das für ein ekliges Zeug? Ich war der Einzige, ich weiß nicht, ich hab's dort Spinatpizza im Spiegel, ey. Ich weiß nicht, warum das so war. Das hat geil geschmeckt. Das war lecker. Ja, ich weiß, jetzt kommt der Namenlose gleich. Ja, Micha, deine Pizzen sowieso mal ein bisschen merkwürdig. Gelle? Leberkas mit Stampfkartoffeln und Ei und Spinat. Oh, sehr lecker. Ela, sehr, sehr lecker. Aber kein... Ja, ach so, doch, Stampfkartoffeln, ja, oder... Kartoffelstampf, wie man in... Oh, sehr, sehr lecker. Freue ich mich mega auf den Urlaub. Und dort gibt es das hundertprozentig. Der ist rauchen, alles gut. Und ich esse auf Mais immer, auf Pizza immer Mais. Jo, warum nicht? Warum nicht? Das ist selbstverständlich. Geht ja hier noch weiter. Her mit dem Material. Aha. So. Also wir haben hier oben jetzt geschafft. Cool. Wahnsinn. Die Ausdauer, wie hoch die jetzt schon ist. Guck mal, wie lange wir jetzt schon rennen können. Was? Guck mal, da oben. Seht ihr das da oben? Orangen. Da oben auf dem Dach ist noch ein Ei zum Futtern. Da müssen wir jetzt noch hoch. Mal gucken, wie wir da hochkommen. Was war denn das jetzt wieder hier? Hey, warum komme ich denn hier nicht hoch? Hä? What? That? Hä? Habt ihr das eben gesehen? Hä? Hä? Achso, weil es wieder einen vorgeschriebenen Weg gibt. Alles klar. Hä? Levelaufstieg schon wieder. Wahnsinn. Wo geht denn der orange Balken da oben und der blaue? Wo geht denn der noch hin? Ins Unendliche? Guck mal, selbst da oben auf dem Pilz ist so ein komisches Ding noch drauf. Seht ihr das da? Da. Boink. Wahnsinn. Aber ich brauche irgendwie diesen Magnetkram, sonst komme ich ja hier oben ja nicht weiter. Was ist denn das für ein Pilz? Oh, was ist denn das da? Guck mal, da. Da oben ist noch ein Versteck. Da komme ich aber nur hin, wenn ich so ein Magnetding habe. Wie es aussieht. Hä? Wie weit soll ich denn da springen? Lul? Wow, nicht so weit. Oh, um Gottes Willen. Jetzt fallen wir erstmal runter. Standing Ovation. Wusstet ihr, dass Salami auf Pizza in Italien ein No-Go ist? Nee. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Alter, was war denn das? Der geht ja runter, der Pilz. Lol. Schlecht, würde ich sagen. Schlecht, schlecht, schlecht. Die kommen die ja nicht mehr hoch, die Pilze? Die Komiken von dem Pilz denn da... Ach, da, ich muss da rechts rum, wa? Hopp, hopp, hopp. Hoppe, hoppe, Reiter. Messer und Gabel, naja, nur im Restaurant oder sonst nicht. Was? Nee, zu Hause jetzt auch nicht unbedingt. Was? Oh. Also wir könnten theoretisch jetzt hier auf den Pilzen weiter wandern. Da ist nochmal so eine komische Ader. Dann könnte man dort lang hoch. Aber hier brauche ich unbedingt dieses Magnetband überall, um höchstwahrscheinlich hier noch in einem Versteck drin zu kommen. Wo definitiv noch ein Versteck ist. Definitiv. Also irgendein Alien-Kram oder irgend sowas. Was? Auf welcher Mission sind wir denn jetzt überhaupt unterwegs, wenn ich mal fragen darf? Der verlorene Kartograf. ...164 Meter, der hier. Okay. Mich würde noch sehr, sehr interessieren... Was ein Teil, dass wir schon so weit oben sind. Mich würde sehr, sehr interessieren, wie wir... Nicht diesen Pilz, sondern... Ah! Wie oft sind wir schon gestorben jetzt in dem Abschnitt? Level? Du musst mal wissen, dass sie... Zeigt wieder schön mit offenem Mund gespielt, oder? Sah das gut aus? Ja, war, oder? Doch, das steht. Schön am Vorbeifliegen. So. Was ist das für ein schicker Fuhl? Hey, nun komm mal hoch hier. Ich habe ihn nämlich noch nicht, mein Freund. Alle mal hergehört, angekündigt wird die Ankunft seiner königlichen Hoheit. Benedikt Popwatt, dem was auch immer. Deswegen schubst du trotzdem. Schön verteilt, die Früchte. Ich wollte aber hier eigentlich das Rätsel lösen. Mit dem Pilz hier. War mir schon klar. Der ist ja nicht mal so gesund. Hä? Warum macht er immer nur Ill? Der hat schon so viel davon gegessen. Er hier sagt, schaue ich mir auf Spiel und hier auf Spieler. Wie kommst du jetzt da auf? Ich erinnere mich gar nicht, wann ich da letzte Mal in einem Restaurant war. Achso. Hä? Was sammelt ihr denn jetzt, oder? Wo ist denn jetzt das Fragezeichen? Hier drüben? Oh. Lava Jelly. Was? Lava Jelly? Levergelee. Oh, guck mal hier. Kann nur da wachsen, wo man nicht lang sollte. Oder irgendwie so was ähnliches. Guck mal hier. Tada! Jetzt soll man nur wissen, dass man hier nicht rintreten darf. Das ist cool, war jetzt schnippel ich hier drinnen ab. Was? Ich wundere, das, was jetzt immer zu so hämmert, das ist meine, mein Herzschlag, weil noch 2 Striche. Schlecht. Mehr, der war mehr Glück als Verstand gerade, ganz ehrlich. Ja, dann die Nähe. Es ist okay, namenlos haben. Was hältst du? Ach, nee. Lassen wir einfach dabei. Näher ich der neuen VR komme, umso schlimmer wird das, nicht mehr abwarten kann. Ah! Was kannst du nicht mehr abwarten, Swoti? Hm? Bisschen ist noch, oder? Bisschen ist noch, mein Lieber. Was hattest du gesagt? Du brauchst das jetzt noch zusammen für die Sensoren, wa? Wo ist denn jetzt diese... Ach, da drinne. Da müssen wir rein. Ja, ich weiß das mit dem Pilz. Ich hab vergessen, was ich hier machen muss in dem Ding. Ganz ehrlich.